Nomen Zola? Weil wir uns zum Anfang singen, Nummer 19. Nummer 19. Ein herrlicher Retter ist Jesus, mein Herr. Ein köstlicher Heiland auch mir. Er birgt meine Seele im Felsen des Salz und Freudenströmen fließt hin. Er führt den geöffneten Felsen mich so, beschattet das dürstende Land. Mit Wolken der Liebe bedeck ich darum, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand. Ein herrlicher Führer ist Jesus, mein Herr. Die größte Last nimmt mir ab. Hält fest mich, ob Stürme auch brausen umher. Führt treulich mich bis an mein Grab. Er führt den geöffneten Felsen mich so, beschattet das dürstende Land. Mit Wolken der Liebe bedeck ich darum, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand. Mit zahllosen Gaben der Gnade erkrönt, mit Liebe so tief wie ein Meer. Ich singe sein Lob, das zum Thron es tönt, für solch einen Heiland wie er. Er den Felsen mich so, beschattet das dürstende Land. Mit Wolken der Liebe bedeck ich darum, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand. Nummer 430 hast dich. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Lass uns ihn loben für seine Liebe, lass uns ihn loben in unseren Herrn. Lass uns ihn loben für seine Liebe, lass uns ihn loben in unseren Herrn. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Lass uns ihm danken mit unserem Leben,
lass uns ihm danken mit unserem Lied. Lass uns ihm danken mit unserem Leben. Lass uns ihm danken mit unserem Lied. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Genomens, freuen wir, dass du hier bist. Wenn jeder einer nicht mehr kann sagen, was hat gerade gekommen, wir? Wird interessant sein zu hören, nicht? Ich glaube, wir würden, glaube ich, die Mehrheit würde sagen, ich will mehr von Gott sein Wort. Ab dessen war ich, wo ich zu gehen, hat es nicht leicht. In mir fehlt mehr von dem Wort Gottes. Und ich will mir Leuten anfallen. Jesus will das geben. Wenn du noch nicht gekommen bist, dann kriegst du das versichert. Und wenn noch nicht, das vielleicht nicht krankhaft ever gedacht, was er ever habt, vielleicht lust, dort mir nicht steht und nicht so ladig bleiben, hoffe nicht erst können sein, aber noch kann er sein, Herr, verzeih mir, ich habe mich nicht reingemerkt. Ich bot mir, ich hatte Unkas, ich trat mir an und fuhr nicht zurück, aber wirklich habe ich mich nicht reingemerkt. Da braucht das wie reingemerkt, ans Freie und Herr, merkt mir rein. Mir hat mein Hort ob. Es war nicht das Wort, was du bloß ewig schaden, was du gar nicht nähern kann. Wenn du nicht nähern kannst, dann bringt das nicht Frucht. So, der Herr will das geben. Will das Tieren geben, wenn die nur sein Wort hungert. Wir wollen mit Johannes Feier in ein paar Vers lesen. Hier wird Jesus auf eine Stier und hat verleiht von der Stier und hat reisen in eine andere Stier. Wir wollen uns mal erst Johannes Feier verstreuen und wiederlesen. 1. Johannes 4, Vers 3 und wieder. Verließ er das Land Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er muss aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt, Samaria, die hieß Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakobus seinen Sohn Josef gab. Es war aber derselbe Jakobs Brunnen. Denn um Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also auf den Brunnen. Und es war nun um die 6. Stunde. Da kam ein Weib aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun das samaritische Weib zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken, so du ein Jude bist und ich ein samaritisches Weib? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samariten. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du batest ihm, er gebe dir lebendiges Wasser. Sprich sie ihm das Weib, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest? Und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr denn unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, dem ich ihm gebe, dem wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen werden, Brunnen des lebendiges Leben des Wassers werden, denn ich das in den ewigen Leben quält. So wie ich das aufschnappt war, Jesus, wie müde, wie weit gereist. Er sah sich bei einem Baum, ich nehme so nebenan, ich habe mir ein bisschen Bild, wo die Baum mit dem Wasser sind. Die grüne Baum, und dann du vielleicht wird so ein leerer Tünenraum geschwemmt. Und da sagte sich Dool, wenn sie eine Jünger gehen in eine Stadt nehmen, wo eben zu köten. Dann kam da eine Früh, und ich kam Wutterschatten. Und der Unerholung, was hat er mit der Früh auf? Das ist ganz interessant. Das ist, ich habe viel Fährten gehört, aber für mich ist es immer, was nicht.
Jesus fragt uns, soll er mal Wut geben? Dann ist er neugierig, wo fragst du nur mich eine Wut? Wie andere Menschen, mit jüngeren Menschen, wir haben die Nüsse nicht taub. Wir schaffen nicht mehr taub. Wo fragst du nur, dass ich dir Wut geben soll? Dann sagt Jesus, wenn ich dir Wut geben soll, von dort Wut, wo ich dir geben dann würde ich nicht mehr da stehen. Dann haben wir uns ein Bild gemerkt, wo der Frühfuß sie kickt, dann, na, wo hat das Mann seinen Armer stehen, nicht? Wo hat der seinen Strang, nicht? So hat er dann gekickt, na, wo hast du den Denken, wo der Schatten? Jesus hat er nicht. Der Früh sagt, wo hast du das Frachjuck? Du hast genüsst, wo man die Schatten kostet. In der Baum des Steib, wo willst du mir kein Wut geben? Und er bleibt ab dort stehen. Wenn ich dir Wut geben, von dem Wut, was du hier trinken das, was du hier im Baum rutschappen das, wenn du von dort trinken das, dann wird die Ware da stehen. Aber wenn du von dort Wut nehmen, was ich dir geben, wenn du freier und mir, dass ich dir Wut geben, und du von dort trinken, da wird die nicht mehr da stehen. Diese Früh ist nicht deutlich, nicht? Diese Früh wird nicht deutlich. Versch auf, Sirtus, sprichst du ihm das Weib, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest? Und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr denn unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, dem wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm einem Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Haben wir alle von dem Wut gekriegt? So habe ich auch nur den Baum gegangen, haben mit Jesus Taub vertraut und haben uns Luten das Wut anbeiden. Hat Jesus uns das Wut, das wird nicht alpinig, war er angeboten? Abend für Abend kommt Jesus und regt uns das Wut an. Wenn wir von dort Wut wollen trinken, und wir wollen von dort Wut nehmen, dann sagt das Wut ans Wort, schauen wir mal da stehen. Danach wird dort eine Qual geben in uns. Das Wort rückt kommen, das Wort in uns wird rückt kommen. Wir wollen was ewig haben für Jesus. Wir wollen von ihm vertrauen. Diese Früh, wenn der Wort sein Training in die Stadt gegangen, was hat er Kleue hat, mit wem sie vertraut hat? Sie ging nach der Stadt, wenn wir das wieder lesen, dann ging diese Tränen. Jesus sagt, wo sei mir dein Mann, nicht? Und was kommt da alles für? Das ist ja kein Mann, den wollte ich nie haben. Das ist eine lange Geschichte. Und Jesus sagt, stimmt. Und sie ging und sagt, er Mann. Und sie sagt, komm, check mal, wer du bist. Sie hat was wieder zu sein. Sie hat all was gekriegt. Sie hat von dort Wut genommen. Wenn sie nicht hat von dort Wut genommen, sie würde nicht seine Stadt an die gehen. Sie würde gesagt haben, no, wir haben all so viele Männer an die Schmerz. Was kann ich diesen bleiben? Nein, no, sie wird nicht zwiebelig. Sie denken sie, hey, komm, check mal, wer du bist. Dann hat Jürgen gesagt zu anderen Menschen, komm, check mal, wer Jesus ist. Hast du all den gefunden? Lebst du von ihm? Lass du dich von ihm schicken? Ob die anderen Menschen noch zeigen, dass diese früh da? Haben wir von der, von der Tömer waren hier in der Gemeinde, das Wort von den Menschen steht in der Gemeinde. Die steht bloß von Wahrheit, nicht in der Gottes. Alle anderen, die danach bären sind, sind nicht Part von der Gemeinde. Das hoffe ich nicht. Bloß, wenn du die wahre Geburt hast, du hast von der Wut genommen und du drehst dort wieder, dann bist du ein Part von der Gemeinde. Bist du einer? Wirst du gleichen zu sein? Sei Jesus dort. Du wirst auch einer gleichen zu sein. Und Jesus wird es geben. Jesus will es dir geben. Jesus will mir in die Reihe mehr. Herr, von dir aus war es zu uns zu reden. Lass uns hoffen, in den Beten. Allweitender Gott, wir danken dir für das schöne Abend, wo wir bei der so an die Stirn kommen. Nicht wieder aus der Feind, prof uns durch die Stirn und weil uns war Hahn, wir sagen über dir denken, über Jan denken, Thys, über die Formerie, über die Akarie, über das Geschaf, über die Familie. Herr, aber du weißt, Hahn, wir sollen uns nicht die drehen. Wir sollen nicht Zeit haben für die. Wir sollen nicht andere auswitschen. Wir sollen nicht Zeit haben für die, die weißt, zu uns reden. Du hast was weg, du hast eine schöne Botschaft von der reut für uns. Du weißt, zu uns reden. Herr, help uns, dass wir wollen alle Nichter sein, dass wir wollen klar für die du sein, dass wir wollen reich horchen, dass wir wollen dich abnehmen, was immer du sein wirst.
Herr, ich danke dir, was du tun wirst von der Abend. Du wirst vorher reden und du wirst reden. Ich danke dir, dass du geben wirst, dass jeder einer, wer immer noch nicht sich bekehrt hat, dass du von dir aus als wahrer dir gelehrt hat. Dass er sich kann bekehren, dass er kann Jesus annehmen und kann von seinem Wut trinken und kann auch wieder drehen. Ich danke dir, Herr Jesus, für das, was du tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Dann nehme ich an, was der Mannerchor hinabkommt und singt. Dusty.
Ja, danke schön, Mana. Ich wäre eigentlich ein Jolot, wenn wir nicht wären, nicht so? So schön singen und gleich wieder Mann zusammen. Ja, freut mich sehr. Schön unterhalten und auch, welche Gedanken für das Thema von dir, nicht so? Vater, mach uns eins. Wozu sollen wir uns sein, dass die Welt kann sein, dass die Welt soll glauben, dass Gott Jesus geschickt hat, um zu raten. Das ist der Ursache, wo wir ihn dort soll sein, dass es Leute wohl rüberbringen. Ja, welche Leute. Ja, wir haben von dir so wissen, ein sehr schöner Thema, ein sehr welcher Thema, vielleicht auch ein Empfinden jetzt, aber dort denkt, wo der Sultan ein Fantalster angerieten hat, und das ist von der Zeit, dort ist der Tag, entweder durch die Familie, oder durch den Führer, durch den Gemeindevorstand, aber der geht an. Was will er sagen? Dort die Tieren angerieten, halb am nicht. Die sind dort. Aber dort wird noch leben, dort wird das Einzige, was im Herrn sind, ist, dort will er sein zu verstehen. Und das ist die Gemeinde. Und du wirst tobt mit allen Gewalt. Und du wirst sagen, wie immer war er. Und wir lesen, wo Sultan Gemeinde ist angerieben, wo der Prof neun zu bringen, schwach zu merken, üt zu merken, dort du sollst verloten. Wenn wir checken, dann steht so sehr viele Tragen. Eine Stunde soll es noch ein Schmack bieten, das alles. Die Menschen sind nicht mehr. Ihr fangt die Jungen auf zu kremlen und dann über dem der andere Lied, dann blieb ein bisschen von älteren Lied, aber die ist schwach sein, dann ist das üt mit der Tragen. Sondern es sind hunderte Tragen. Und wir sind hier so manch eins, unter eins. Hier in Scheinfeld und dann so wieder rüt, wo so tun angerieben wird, weil dort sind zu verstehen. Und deswegen ist es sehr wichtig zu checken, in dieser letzten Zeit, wo wir leben, was als Gemeinde, wir uns dann immer wichtig feststellen. Das ist nicht ein theologisches Studium über Gemeinde, das ist alles evangelistisch, uns immer wieder ein paar Gedanken über die Gemeinde verführen, was die Wichtigkeit ist. Wogegen? Wegen Lukas 19, 42 sagt, wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. So dann zu Jerusalem gesagt wird, oh, wenn die dir erzählen, was für eine besondere goldene Gelegenheit die haben. So wie Lied fährt mit unseren 10-jährigen Jugend sein. Check mal, was für eine goldene Zeit die sind, was für eine gute Gelegenheit. So muss Jesus du sein. Und wir sind hier von dir. Gott hat durch Gnut den Schutz versucht und diese Gestalt, dass die Gemeinde soll schaffen kann. Der hält all die Schwierigkeiten, all die Toben von Suten, all die Ungrieten, also Verfolgungen, Hungersnot und viele andere Dinge, der hält du ab und dann sagt er uns, hier, nicht schafft. Ich will hier jeden holen und nicht schafft. Wir haben wenig Zeit. Und die Zeit habe ich nicht. Aber so es hier in Jerusalem wird, so können doch wahrscheinlich von dir sein, so es hier sein, dass aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Und wir machen uns aber was von dort verfehlen, was da verborgen ist. Dafür seht ihr heute, wo Leute ein Tag, bis ein Tag in der Kirche sind, also im Tempel, da anbeten, wo Gott wird, in der Stadt Düsseld, der irgendwas vor. Da hat er sehr klar, wofür wird an dort wird. So, wir in der Gemeinde sind so am reichen Platz. Und wenn wir von der Seite hierhin gekommen waren, dann sind wir am reichen Platz, das ist jeder Abend. Wegen der Gemeinde ist, der ändern so sei er. Von der schon Tag sei wie der, wo der Gemeinde ist ändern da. Und wo das fährt nur 40 Jahre, so eine ganz andere Gemeinde ist, als was das mal wird. So viel hat geändert. Wenn zum Golden wird, würde man sehr frei, nicht so? Wo wir sind von der schon Tag, wo das geändert hat, das Gemeindeleben, wo du das nie erklären da und ütlein und anwenden, dass die Menschen das soll weiter tragen. Dort der Bitterste, dort soll man einen tragen. Dann trafen sich in der Bar und sagten, du mit der Freund top trinken, klein bisschen Bier. Und dann vertalen sich du so von so einem allgemeinen feinen Ding, was gute Dinge sind, Umwelt und so ein andere Ding. Und dann wollen sie dann sollen sie dort nennen tragen. Und andere holen sich verschiedene Films in der Zeit nennen, dann Films checken sollen, was sie davon lernen können. Und nach anderen, die holen sich durch eine Bond, Sänger, einen Spieler ab und proben, dass du so sein Leben dich zu kriegen. Sie wollen locken. Sie wollen Menschen sein Nennt zu kriegen. Es ist dort Gemeinde. Vielleicht sagen wir, na, du hast vielleicht noch nicht so sehr viel gefahren und gesehen, aber wir haben noch eine andere Sie. Wir sollen so fertig, dann sind sie in der Gemeinde und wohin sind sie da? Na, die wollen sich auch noch befreien.
Wir sind in die Gemeinde hineingekommen. Die wollen sich befreien, haben sich auch befreit. Und andere, die wollen auch in die Gemeinde wegen, ein bisschen was genießen. Du musst auch was ansehen. Sie wollen dir auch irgendwas tun, dass Gott wird mit ihnen zufrieden sein. Die wollen gehen, dass sie nach dem Himmel kommen. Andere, die wollen sein, dass sie Haupt haben. Die hat Knoppen. Dann checken sie, wo die Gemeinde ist, ein bisschen Geld offen, wo sie einen Fan mitteilen, dass wir auch zu leben haben. Und andere, die machen jemand, was irgendwas bedeuten, wenn sie sich von sterben. Sie sind vielleicht allein und sie wollen auch sehen, wer ihnen bedeuten soll. Ist dort Gemeinde? Ist dort, was der Herr von Gemeinde merken darf? Ist dort, wo der Herr sein Leben muss geben? Ist dort, wo der Gott muss ab jeden kommen, in Knecht werden, in Bottom Dote? Du sollst sich Leute herrichten, bloß so einen Club zu formen, so einen Menschen, die dich zu treffen. Das geht wieder. Wenn wir checken, dann wollen wir uns das Bild in der Apostelgeschichte 2 nehmen. Nicht, dass wir uns zum Tag wieder wollen holen, aber wir wollen so lesen von Apostelgeschichte 2, von 42 bis 47. Sag du so, diese, was das Wort hat angenommen, was sich haben Leute taufen, was werden Teuge tun zu der Gemeinde, sagt er, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Feier Ding, in Still mit Feierfeit, das steht sicher. Es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viel Wunderzeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter allen, nachdem jedermann Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander, einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern, nahmen die Speise und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde. Das widerstand von der ersten Kirche, von der ersten Gemeinde, wo am Anfang da. Und hier sagt Gemeinde, dann steht du so das griechische Wort Ekklesia. Und dort hast du dann mit Ek heraus, Rüt. Ekklesia von Kaleo, von Ruppen, Rütgeruppene. Dort sind die, wo du so Rütgeruppen sind. Und wenn Jesus sagt in Matthäus 16, 18, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Das Gemeinde, du so, dort sind krieg diese Rütgeruppene. Der will er ab den Stein, will er bühen, ab den Grund. Die Jane Jorn, die Griechen, du so, die blusen die Personen und dann rufen sie all die freie Bürger. Eigentlich werden dann noch Räume über dem. Da rufen all die freie Bürger, wo du so ganz tüstig hier, wo einfach römisch geboren werden und sich das Reich gekauft haben, haben die Fährten gekauft. Da rufen sie Taupen, die trafen sich am Stadttor, du bei der Put, wo sie nennen, du haben sie einmal ihre Meetings, du dann die Stadtsachen regeln, du trafen sich Taupen. In welche Entscheidungen? Bloß der freie Bürger, bloß der Wort Römer werden. Der Juden zum Beispiel haben du nicht mehr zu tun. Der war tot geraubt. Kriegt es Israel, wenn sie wollen abbrechen und wieder tragen. Da wird eine Person geblust und der war in der Scheibe tot und das ging nicht wieder. Dort ist die Gemeinde, wo du tot geraubt bist. Das ist nicht alles, was du so in der Kirche sagen darfst. Das ist nicht jeder einer, was mit der Kirche zu tun hat. Das sind all die Rüttgeräume. Das wird sehr persönlich Werte der Gemeinde hier in der. Das sind nicht die, was die Deib sind. Das sind bloß die, was du so sich an Leuten Rüttgeräume. Was in dieser Welt Rüttgeräume sind. So, dann wird mir nur klar. Das sind nicht die, was wir auf der Liste haben von der Wohl. Das sind nicht die, was eine Bankbaum holen oder sei er singen, er ein Teil geben, er wird immer wieder verstehen. Und das auch alle mal sehen, weil es dann der, was der Rüttger oben sind, dass die Brüder sehen, wahre geborene Kinder Gottes, trotz der Gemeinde. So, wenn dort das Einzige ist, was uns Herr hier so hat auf Erden, wenn wir sagen, dass das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, und wenn dort in jedem einen persönlich soll sein, und wenn dort in der Gemeinde tust ist, wenn du die Gemeinschaft ist, von dieser, und wenn das Himmelreich dann hier ist, wenn der Himmel dann ab Erden ist, weil wir dann nicht du so sein, du wo der Himmel ist,
Wir wollen das Wort vom Himmel. Weil dann Gouverneur Gemeinde, du hast dort vom Himmel, der Einzige vom Himmel hier auf Erden, das ist die Gemeinde in der Schuhe von der Rüttgeropene. Gut, wir wollen erste Gedanken, was wir wollen ein bisschen über, denken, dort ist die Gemeinde, wo dort ist. Und dort ist Grundfeste der Wahrheit. Wir haben hier in der Apostelgeschichte 2,42 und wieder dort, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, also in der Lehre, in den Grund, in der Wahrheit, in das Wort, dort, wo sie beim bleiben. Dort ist ein sehr wichtiges Ding von dir. Und das sehen, dass Leute auch sehen deuten, dort durch die Breite, wenn sie eins sind, und sie so leben dann, als dort Wort das sein, dort, also blieben in der Apostellehre, dann soll die Welt erkennen, dass Jesus erst gekommen zum Raden. Und dort ist, was die Gemeinde durchstellen soll, dort ist Grundfeste der Wahrheit. So ist 1. Timotheus 3, 15, sage ich. Wer will es falsch lesen? 1. Timotheus 3, 15. Paulus, das verschiedene Dinge sein, wird es soll die tun, wo es Dinge sich verhauen. Und dann sage ich, so ich aber verzöge, dass du wissest, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Dort wird es. Du, wo die Wahrheit ist, du, wo die Wahrheit im Grund steht, auf Jesus Christus, wo alles, was wir tun, wo das nicht auf Sondgebiet ist, wo das auf dem Grundgebiet ist, du, wo Jesus sagt, dort die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wenn der auch wollen, gewaltig und schädern, wenn der Wind auch wird sein, püsten, dort, wo der du und schälen wird, dort wird nicht moven, dort wird nicht schädern, dort steht Fuss. Dort ist dort eine Fuss, die steht. Dort ist, was die Gemeinde soll sein. So sei er so tun taubt, so sei er so tun ungerieben, dort soll er am Grund stehen. Dort soll sich nicht von der Stadt bewegen. Bewegen, dort ist am Grund. Dort ist ab der Wahrheit. Dort, was die Gemeinde soll durchstellen. Die Welt, die hat so viele Dinge geändert, dort endet die Dinge sollen passen. Wir wollten nicht, wie ich was Trachtbühren bauen. Dann haben wir so lange ungeschafft, und Karte gemerkt, und Trache geschnitten, und ins Ütgeschneiden, aber das Letzte, mit einem kleinen Fehler, was wir merken, ist es verbrückt. Dann habe ich nicht mehr Brücken. Wir haben eine Kunst verschneiden für Arbeit. Und dann machen wir was Frische. Die Welt hat das Model. Kunst Treiche schneiden und verschneiden, dort endet zu posten, und ist es nicht mehr zu brücken. Passt noch nicht mehr. Die Welt ist rotlos über ihre Schwierigkeiten, die sie haben. Große Schwierigkeiten, die sie haben. Alle Wegen, in alle Hinrichtungen, in der Regierung, in der Schule, in alle Wegen. Die wollen sich nicht rot. Dann formen sie die UNO in den 1950er Jahren. Und nun soll die dann mal, welche Schwierigkeiten, was mit den Frieden zu tun hat, sollen die mal ordnen. Und wenn wir die Statistiken lesen, bloß noch mehr Krieg, bloß noch mehr Blut verjagen. Das ist bloß noch schwieriger geworden von dann, was die UNO so wird. Jeder kleine Stütze, was das Stahl ist, gerade gesagt, das ist bloß die Flinten frisch fallen, zum Abtragen und wieder widerscheiden. Dort so viel Frieden, als wir kennen in dieser Welt. Du hast nicht Frieden. Die Welt ist rotlos. Wogegen? Sie haben nicht diesen Grund. Sie gehen nicht ab das Wort. Der Maßstab, der hat sich verstellt. Euer werden auch sehr viel gewichter. Und die können einen oder anderen zu Licht hier Licht führen. Wenn dann Wort verkaufen sie wieder, dann wird nur alle nur gemerkt. Die lange, die Medaille und die Karte. Alle. So, da weit wir all von großen und kleinen Menschen, dann haben wir sehr viele verschiedene Mutten. Dann konnte ich sterben. Er war uns auf eine Wegschuld deuten, Gewicht dann ableihen und du nur er Geld und ihre Sachen aufwägen und verzeihen, weil da hatten sehr viel falsche Gewichte. Du nun wohne fupp, füllten sie näher und läden da einen ab, was dann so und so viel soll durchstellen, dann Geld und entscheiden, was Ducken deut, dann verkaufen sie das für ihren Priest dann. Das wird nicht die Wahrheit, das wird nicht Grundfeste der Wahrheit, das wird so etwas zu ändern deut, das wird relativ. Und wir brauchen was Absolutes, was du niemals ändern darfst. Und dort ist die Gemeinde. In der Gemeinde soll dort sein gehen. Und dann ist die Frau, kommt der Welt und mich. Wegen dem Mord und was nun schicken, was eine Schal hat. Die Gemeinde, die universale Gemeinde, kann der Welt nicht sein. Sie muss dort an die Christen sein, an die Menschen, die Fleisch und Blut haben. Und du hast die Frau, aus der dort sein kann und uns.
aus wo die Grundfeste der Wahrheit ist, aus wie nur die Wahrheit kommt. Wenn sie uns checken, dass sie Wahrheit kennen, dass sie den Meiterstab merken, in so oft sehen, dass es ein Meiter ist, und du nur ihre Mut merken, dass endlich was kommt. Das ist die Frau, aus wie dort sein. Die Gemeinde, die hat keine andere Halb aus das Wort, und die Brücke keine andere. Erstens, das ist die Gemeinde. Nicht gut wieder, nicht jeder Taler persönlich am uns. Wenn wir an Gemeinde denken, dann müssen wir an jeden denken. Wir warten, Jesus kam, und es ist immer, was er sagt, der kam, um sein Leben zu geben, als eine Erlösung oder ein Lösegeld für viele, also all der Wort annommen. Das ist er. Das wird er kam. Und der einzige Wort, der kam, das wird geben. Der einzige Wort, der kam, das wird dein. So, seine Nachfolger, kann der irgendein Wort, kann der irgendein Wort tun, er sind der irgendein Wort schuldig aus dort, kann wie irgendwas, wenn er tun, aus Jesus selbst zu tun hat. Wenn er sagt, er will nicht haben, dass ein von diesen Kleinsten, all die Kinder und die geringen Menschen, dass ein von den Kleinsten soll verloren gehen, am der am jeder Einzelne, wo wegen? Wegen hat so ein großes Priestertum, dass es von jedem Einzelnen riecht. Gerade in der Wohnungsstaub der Stadt, wo wir die Neun dort ist, wo scheint der Rieger, wo sei der Stink, wo rein alles aus der Haar, wo Rieger, wo arm, wo klug oder wo eiliert. Für alles hat der Haar den Priestertum. Gerade ein Wort von großer Sünder, er wird von feiner Mensch. Für alles hat er den Priestertum. Und die Frau ist, was du wieder geben? Wenn der Herr Jesus das alles gegeben hat, was du wieder geben? Wo leg es uns, was zu viel? Für du, wo Jesus rein alles, was den letzten Drachen Blut gegeben hat, was er noch können, solange er noch oben können, daher, noch daher für die Gemeinde, in Heideirat, was ich kann sagen, es ist vollbracht. Wo leg es uns zu viel? Wo leg es uns zu viel, eineinhalb, zwei Stunden im Gottesdienst sein? Und wenn ich 5 Minuten ewig jetzt, dass uns zu viel ist. Und wo leg es mir zu viel, wenn ich ein Päuser loslassen soll? Das geht nicht anders aus der Gemeindebrücke dort. Dort ist ein Part von der Gemeinde. Er will nicht aus mir zu viel, wenn ich ihn umdrehen soll. Wie viel merke ich von dort um? Er hat bis nicht Zeit, er will ich bis nicht, er kostet mir zu viel. Er will gebe ich an von meinen Hobbys? Wie viel vertusche ich für die Gemeinde? Wenn eine Gemeinde wird ohne ist, wo stelle ich meine Arbeit an? Wo stelle ich meine Hobbys an? Wo stelle ich mein ganzes Leben an? Für die Gemeinde, wohnhaft in ihrem Platz bei mir. Jesus, der jetzt alles hat, der wir nicht eindenken soll, den Himmel verleiht hat. Aus Gott, kam er ab Erden, und leitet sich als Mensch hier so um Kriegsnäulen. Er hat alles hat, der wir nicht eindenken, was er nicht nach Hand geben kann. Den Rock sogar, den dein sie verlassen und ihr seht, der wird nicht, der hat nicht einen Platz, wo er schlupfen kann, der hat reich nicht, alles hat er hat. Wo haben wir ein Reich, wenn wir Hand zu geben? Wenn wir zu geben aus der Haare dort da. Und vielleicht sagen wir all, naja, ich will all. Ich will all was, bis ich kann nicht. Die Gemeinde lässt mich nicht, oder ich kann das mich sagen, oder ich sage, beraubt mich bei der Gemeinde, die mag das nicht. Und andere sagen, no, das schafft Gott reicht auch die Gemeinde, das ist ein langsames Ding, das muss besiegt werden. Das schafft nicht. Alles, was der Herr beschenken will, alles, was er tun will, das ist durch die Gemeinde. Wir tun sehr viel persönlich, aber alles im Namen von der Gemeinde. Wenn wir checken dann Apostelgeschichte 13,2, kurz dort betrachten, das sagt du so, wir checken dann Apostelgeschichte 13,2, Paulus wird all, weiß ich nicht mehr, wie viele Jahre, über 10 Jahre, wird Heil von Gott persönlich beraubt, in Ockel beliebt, in Arabien. Hat eine große Vision gekriegt und hat gesagt, du hast gelassen, im ersten, zweiten Kapitel, sag ich, das heißt nicht von Menschen und nicht durch Menschen beraubt, heißt von Gott. Und beliebt, das hört nicht von Menschen, nicht durch die Apostel, das Petrus und Johannes, heißt direkt von Gott beliebt. Das wirst du erklären. Und dann aber, was wird es? Jahren, viele Jahre, hat er nicht gedeint. Was Gott dann bestimmt hat, nur haben zu gehen, er ging nicht. Wo wäre ich nicht? Du wirst keine Gemeinde, was am Schatten da. Und er hat erkannt, selbst gehen, das schafft nicht. Zeugnissen,
Menschen anreden, er hat predigen, alle Gelegenheiten annehmen, nutzen unbedingt. Aber rückgun ab einer Mission, was sagst du so? Als ich in Antiochien werden, du wirst Paulus, woher dann mich hoffen, da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. So ein Zeichen hier ist eine Bedingung, dort auch nützlich kann sein, dort erst dem Herrn dein. Er muss den Herrn dein, wenn nicht, andere wollen nicht brückbar sein. Dort muss so sein, was der dein da, dort muss so sein, was der Drag ist. Wird nächste Sache, beten und fasten. Beten und fasten, die all haben, dort du so ein geheiligtes Leben hast, dort du so in Gemeinschaft mit dem Herrn hast, dort du so all, dort all würdig sind für dort. Und dann soll das nächste dort durch die Gemeinde wartet oben bord. Dann sieht Gott zu Ende, schickt mir diese Rüt. Durch die Gemeinde. Wenn Gott euch persönlich ruft, durch die Gemeinde, das hört oben bord. Und dann soll wir hier so, wenn sie beraubt werden und sie gut werden, dann würden sie auch Töcher sein, würden auch nur Feuer sein. Und das wird sie haben, das wird sie kriegen. Wenn man beraubt ist, wird Gott auch Töcher schenken. Gott, das geht um das Geben, hat wie gesagt. Eine Frau war uns vielleicht, hat auch gesagt, das geht um das Geben. Aber wo sind wir dann in der Gemeinde? Wolltest du sie noch? Weil, wo haben wir Geben? Einfach, wo wir Geben kennen, dort ist dein. Wir lesen nun Apostelgeschichte 2, dass die Gemeinde, die wird beständig im Brot brechen. Brot brechen ist nicht bloß, dass sie Ofenmüll haben oder Wassermüll, sondern das bedeutet auch dein. Dass sie deuten die Witwen auch, dass sie mit dem Ofenmüll bedeuten. Sie deuten sehr viel dort geben und das ging nicht bloß um das Ofenmüllsbrot, das ging auch um so viel Brot, dass sie davon noch essen können, dass es noch sättigen wird. So, Brot brechen, das wird dein. Und wo wären wir dann? Der einzige Weg ist, am nächsten dort zu tun. Das ist kein anderer Weg. Wenn wir dem Herrn dein wollen, und wir sollen den dein, wir sind Knechte Jesu. So wie du es nicht pochen von uns sieht, wir sind Knechten, wir sind Gott mehr an Salz, wir teilen Gott, dann geht es bloß um dein, wo du echt bestimmt sein. Sagt der Galater 5,13, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wir sind uns dein. Wenn du sagst, sondern durch die Liebe, was sagst du vor dann? Du musst dann was wichtig sein. Wo wegen soll wie dein? In den Leib dein dem Nächsten. Und wir checken dann in Galater 5,13. Das erste Part vom Vater sagt, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet. Wir sind dafür berufen, wir sind nicht mal in dem Satz. Aber pass auf, dass die nicht du dich wollen, die ein Reich nehmen, bis fleischlich zu handeln, fleischlich zu leben und so weiter. Sondern, so nicht, um dort nicht was passieren, dass wir wollen das Fleisch rumgeben, was sollen wir dann tun? Uns dein und ein anderer. Geschwister, wenn wir nicht wollen, dein und ein anderer, wenn wir nicht in der Gemeinde dein wollen, mit Beten anfangen, mit sein, mit beständigem Platz sein, was immer das ist, wenn wir nicht dein wollen, dann wird Fleisch in uns Rüben kriegen. Und dann hat Fleisch in uns Rüben gekriegen. Du hast keine Frau, ein oder andere wird uns fehlen. Wenn die nicht dein das, mit was die kost, dann wirst du das Fleisch in Rüben gegeben. Dann wirst du entweder an der Arbeit voll sein, wirst du nicht die Tiefen vertraut, oder irgendwo wird das sein, wo du selbst bist, entweder oder. Fleisch Rüben geben, oder dein. In Leib den Nächsten. Bis dort zwei Möglichkeiten, half in Knaich, half in Kind Gottes. Und Knaich, weil wofür reich habe ich das Fleisch zu dein? Weil wir sind Knechte. Und Knechte, die haben nicht mal eine Geburt schien. Und Knaich, in das Glove, die haben nicht mal eine Geburt schien. Der Talgeuch, der hat vielleicht einen Ring im Ohr, und vielleicht hat er eine Nummer an, vielleicht haben sie auch noch eine Nummer reingebrannt. Er hat diesen Numen, diesen Sklub vielleicht bei ihren Puten, wo nennt ihr in der Haag, du hast den Namen abgeschrieben, das Namen abgeschrieben, das wird Ära. Und wenn die Sklub in China haben, die werden automatisch Sklubben. Die werden automatisch du Tau, die Gehirn du Tau. Da wird ein Part von Ernst, haben ein bisschen mehr Sklubben du da. Dort ist was wir sehen. Wir sind Knechte Jesu. Und das sagt er, wir haben einen sehr golden Haaren, wenn wir Knechte Jesu Christi sind. Und dort sind so eine, die haben euch viel, da haben euch
ein Reich erfleucht zu dein, bloß in Leib zu dein. Dort ist, was das wird uns sagen, dass ich tal nicht mehr, wenn ich ein Sklub sein. So könnt ihr sagen, was wir sein in der verderbischen Welt, in was zu sein, darauf ankommt, dass wir sind alle selbstständig, wir weiten uns, dort ist alle weit entwickelt, wir brauchen auch wenig die nächsten Sinne halb, von alles erst so, was uns fehlen wird, wir kennen alle Hahn, und dann wollen wir so unabhängig vom Nächsten. Und ein Sprechwort sagt es dort, keiner ist fähig, wahrhaftig den Nächsten zu dienen, wenn er nicht völlig abhängig ist von Ernt. Also, ich brauche den Nächsten. Galater 2,20 sagt, nun lebe ich nicht, sondern Christus lebt in mir. Ich tal nicht mehr, das ist nicht Christus. Das Dein, das Kostwort. Wenn wir eine Nachfolge sehen, ein Dein als ein Part von der Nachfolge, das Kostwort. Das hat auch sehr viel gekostet. Das Kostwort Geld, das Kostwort Zeit, das Kostwort deine Anstrengung, Kapgebrechnis, sehr viel Denken, so eine Paste von der Sache zu merken. Und wollte ich sagen, wie müssen zu viel. Ich weiß nicht, wie du mal gedacht hast, was ich mir das kosten, das zum Beispiel, was mir das wird. So fährten auch, was du sagst, du musst wohl ein kleiner Preis sein für den, nicht bis gut so weich geben, dort uns auch mehr wird. Wir wollten das so fährten, denk, was uns ab irgendwas, was gekostet haben, das sind uns mehr wird. Wenn du halt musst sagen, verschaffen, wo wir nicht an Saarbrück verschaffen, sonst gleich viel wird. So, wir müssen klar haben, was uns wird kosten, was wir wollen anstehen, dort ist, was wir wollen rückkriegen. Wir brauchen noch nicht begierig sein, aber dort ist es arbeiten, was wir nennen tun, was wir rückkriegen. Wenn wir noch ein bisschen besser Wort über die Gemeinde gesagt haben, das ist krank, was es wird sein. Wenn ich mich nicht Zeit nehme für die Gemeinde, er tut meine Arbeit halbfertig, er nimmt nicht den Zeit für dort, was ich soll, so viel wird, was die Gemeinde besehen. Ja, wenn ja ich persönlich in meinem Leben, der Erfahrung liegt dort, ja, wenn ja ich neue Stärken habe in der Gemeinde, ja, wenn ja ich eine Anstrengung gemerkt, ja, wenn ja, wird es mir etwas. Da wird eine alte Geschichte vertaut von in China, es ist ein junges Paar, das ist arm. Das Paar ist arm. Sie wollen ein Haus haben, sie wollen sich befreien. Sie luden so, all die Bewohner, die in Dorf luden sie an, und wenn sie arm sind, dann tun sie die Jahresfrauen, aus der würden sie jeder eine Bottle Wein mitbringen, das Wein mitbringen, und dann werden sie alle taub und fast vier. Und sie kommen dann, und du so, beim Nangun, das kleine Haus, was sie haben, da haben sie ein bisschen so ein Fass, sie sind halt eine Tonne, 120 Liter, das ist dort von ungefähr, und dann, wenn die Lieder kommen, dann können sie du so, ja, bloß Wein, was sie mitgebracht haben, können sie da nennen. Und dann können sie dann alle so einer mit dem nächsten in Wien mittrinken. Das ist dort alle taub. Und wollen sich taub erfreien an diesem Tag. Der Chastag kam, die Lieder kamen, und der kam sehr viel, und dort fass wieder so auf, und das Fass fängt an, und dann hat sie schon angefangen, diese Chast, und dann rannten die Däuner, was dann bedeuten, mögen dort Fass dann auf, er tagselt darauf, und schrappen du so, schrappen die Gläser voll, und geben die Lied alle von diesen Wien. Und sie trunken alle von den Wien und dann waren sie rot. Schmeckt alles nur Butter. Jeder einer hat sich gedacht, ah, der nächste wartet auch nicht anbauen, wenn ich hier war. Das ist eine Bottle Butter mangelt. Mangt den, all den Wien, der 100 Liter, wird dort auch nicht zu schmecken sein, eine Bottle Butter. Und da haben die alle gedacht, und die haben sie rot, trunken sie Butter bei Chas. Das Krieg, was in der Gemeinde passiert, dass wir fährten, betret, stinken, das Wutter trinken dann, als wenn wir das gegift haben. So als was wir in der Gemeinde nicht getan haben. Das ist das nicht reich. Jana, du bist dort. Und das ist alles reich. Und du hast es dort. Und was wir kriegen. Ja. Wenn wir Wutter nennen, dann kriegen wir Wutter. Den Segen, was wir wollen von kriegen, den Nutzen, wo viel ich will schätzen, ist bloß ganz gleich dort, was ich so nennen darf. Nur schmeier ist dort. Wenn wir uns Fleisch das dort tun, wenn wir halbfertig das tun, weil so viel Wort an uns wird sein. Ein halbes Wort, was wir dort mal schenken. Wenn wir besser sind, wollen wir bis besser Chat schmecken. Das ist alles, was so ein neuer Geschmack, was wir uns immer betonen haben, von besser Chat. Sei wie Hechler gewesen, dann wollen wir bis dort sein. Drehen wir Sinn mit,
dann soll wir bus sehen in der Türk. Jeweils wenig Geld, dann soll wir bus die Jitzje in der Türk. Das ist auch ganz ein Tag, da wo für Gott, du wolltest alles bloß und unentdeckt sein. Weil wir nicht von dir, wo ein Fehler von dir arbeiten, von dort reinkriegen, was wir gejäft haben, dann kommt er da, wo die Haare uns wollten wiesen, und was sagst du so? Oder das Stroh, Stapel und Heu, das sind, was verbrennt wird. Das Tambien hat das nicht. So, da wird ein großer Schulden sein, sagt der Herr. So, wenn wir wollen von unseren himmlischen Führer sein, und dort du so sagst, für den, wo wir in großen Schulden liegen, was für ein Schulden wird das dann sein? Wenn wir so bis dort nicht getan haben. Dort wird wir kriegen. Und ein paar wird dort. Und wenn nicht dann im Himmel, wird die bessere Enttäuschung kommen. Wenn wir so viel um die Gemeinde rumgegeben haben. Und uns dann nicht mehr wird als die Gemeinde. So, das geht hier so am Dein, das geht hier am Nachfolge. Dort ist, wo wir in der Gemeinde sein sollen. Und das nächste, wo die Gemeinde du so ist, dort ist Gemeinschaft. Wir fangen in der Bibel irgendwo Gemeinschaft. Sehr fertig, wenn wir das lesen in der Bibel, 20 Mal fangen wir das Wort Gemeinschaft. Dann redet du so einmal von entweder nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis oder nicht Gemeinschaft an das Teufelstisch oder so wieder. Da redet du einmal von Gemeinschaft. In meiner Erfahrung und Warnen von der schlechten Gemeinschaft, aus was dann die gute Gemeinschaft ist. Aber hier los wie auch in Apostelgeschichte 2, die erste Gemeinde, was uns Bild ist von der, so wie du so auch, dort du so wird Gemeinschaft. Dort sagst du so wird Gemeinschaft. Die werden taub, die brücken sich noch, die schatzen sich, die erzählen dort, ich brücke den Nächsten, sie in ihrer Stattung, dass er mich entweder begrüßt, oder dass wir uns in ihrer Stattung, oder in der Gebärer gedenken, oder taub singen, oder was immer du so ist. Die Kirche sagt, meine Gemeinschaft mit meinem Gott, mit meinem Herrn, die wird so fertig zu erzählen sein, dass mein Verhältnis mit anderen Gläubigen ist. Wenn mein Verhältnis mit anderen Gläubigen nicht gut ist, dann ist es ganz klar, dass mein Verhältnis mit dem Führer am Himmel auch nicht geht. Das sind zwei Dinge, die gehen ganz taub, die gehen nicht zu trauen. Das geht taub. Und wenn ein Gott ist, dann wird es bei Eindruck sein. Wenn unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Gott ist, dann wird es diesem Weg auch Gott sein. Daher sage ich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also, er hat uns gemerkt von der Gemeinschaft. Und er sagt, nehmt auf euch mein Joch. So, ein Joch, das ist zwei und zwei. Einer besiegt den anderen. Und er schafft das nicht. So, Gemeinde ist Gemeinschaft. Und dort ist das Kern-Tien von Christen. Das ist ein sehr klarer Tien von den Christen. Wir kennen nicht so für uns allein, wo Christen sind. So sehr viel sei wie dort. Vielleicht mag uns nicht so sehr. Aber auf so viele Städten sei wie dort. Die gehen allein. Die gehen ihre eigene Weg. Und die kommen vielleicht nach Grutz-Titschweig, dass sie ihre Fläche tun haben. Und dann war das Glück gerührt. Das war nicht Gemeinschaft. Das war keine andere Gemeinschaft. Und das sage ich aber in 1. Johannes 1,7, wenn wir uns der Vers so lesen, da betont so sehr die Wichtigkeit von der Gemeinschaft. Und das ist nicht so leicht. Ich wollte das eine Anstrengung, ich wollte hier das so tun, sehr und Polen, dass wir sollen nicht Gemeinschaft haben, wir sollen nicht Mut haben, weiterzufahren, im Sinne auch zu spazieren fahren. Und wo der das aber, wenn wir hier vorhin sind, dann sind wir Luther so froh, dass wir hier vorhin sind, nicht so? Haben Gemeinschaft gehört. In 1. Johannes 1,7 sagt so, wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Wann wir wirklich im Licht sind, da wo wir Gemeinschaft haben, sagt uns Johannes. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Eine Verheißung darauf. Also der erste Sache, Jesus wie Gott in Gnaden. Diese Gemeinschaft, dort hat Sultan auch erkannt, dass das sehr wichtig ist. Diokletian, wo du so 250 Jahre nur Christus wird, da wird ein Kaiser, wo du dein Tit wird, der Leute in Gesatz merken und sagt ja, jeder einer kann für sich persönlich, privat, kann ein Christ sein, aber keine christliche Versammlung, dort ist unser Todesstruf verboten, das kann ich nicht haben. Und dann kommt der Älteste von den Türken, kommt taub, und dann reden sie davon, sollen wir nur geben? Würde nicht taurigen, dort wir tüßen im Kämmerlein mit dem Haaren, im Stall und Wieden, in Bedendose und das dort taub blieben. Aber sie erkennen bald, dort noch sonst hoffe nicht. Dort können wir nicht tun. Die Gemeinde dort, dort würde nicht mehr der Leib Christi sein. Da würden die Glieder nicht mehr taub sein von diesem Leib. Die Matten taub sein. So sie sehen,
Wenn wir top kommen, dann das Beten, Singen, Predigen, Harchen, Opfern, was immer wieder tun. Aber als ein Pott von der Christenleben, das geben wir nicht ab. Der Dienst ist dort, der war entweder sehr verfolgt, da wird eine sehr schwere Verfolgung, eine von der höchsten Verfolgung wird dann. Aber wir haben auch Menschen, die glauben, sie können auch drohen, und die Gemeinschaft schafft dort. Und was dauert? Sie haben ihr Leben gerät, aber den Herrn verleugnet. Das schafft nicht. Man braucht diese Gemeinschaft. Du wirst mal ein Prediger, der was heißt, Hausbesuche merken, dann lehre du so einen älteren Mann kennen. Sonntag für Sonntag, so hat er nicht gesagt. Wenn sie ein bisschen mit denen reden, die können das meist nicht verstehen. Sie können meist nicht vertrauen. Und dann bedeutet er besiegen und dann sage ich, wenn du so schwer hast, dort zu verstehen, so schwer hören kannst, kannst du im Gottesdienst irgendwas von der Gebete, von der Predigt verstehen? Er kannst du was hören? No, gar nicht, sage ich. Nicht, kann ich verstehen. Und du kommst aber Sonntag zu zurück. Wo ist dort? Und dann checkt der Mann am so in die Uhr an und sagt der Arm, Gemeinschaft der Heiligen. Weil es Prediger, Gemeinschaft der Heiligen. Dort, wo er dort geht, die Gemeinschaft ist wieder so wichtig. Und er kann nicht reden können, so schwer hören können, aber du tippst es an, wenn es nicht. Total am Ort. Dort, wo der Herr will, diese Gemeinschaft, er will, da war ich, dort wird sie im Plun, die Gemeinde teilhaben. Allein kann wir das nicht. Und er wisst es auch. Und du wirst in dieser Gemeinschaft formen, diese Gemeinde. Und wenn wir checken dann, wo wichtig der ist, und wenn wir sagen dann, wo die Gemeinde zog von Ziel hat, dort die Gemeinschaft ausgeschlossen ist, dann soll er tun, wo aufgestellt er ist, versucht haben. Dort ist es, wenn wir in eine Krankheitsschub nehmen, also jemand, der nicht in Ordnung steht in der Gemeinde, wenn wir dort kranke Schub nehmen, wir stellen dort, bitte kommt eng auf von der Herr, wir stellen dort an. Wo glaubt der Wolf down? Wo liegt, habt ihr dort gecatcht? Dort ist, dass wir das sollen erkennen. Und muss Gott genug geben, dass wir das erkennen, zu unserer Zeit. Wo dort ist, diese Gemeinschaft, dort zu tun, dann kann sehr leicht angreifen. Dort wird sehr leicht verwundbar sein. Dort ist eine Gemeinschaft, wo der Herr seine Verhaltung hat, uns zu erholen. Wir sollen dort bei den Jehova-Zeugen, bei den Moslems, bei den Hatara, alle wegen sei wie dort. Wenn der ich nicht ehren weich gehen, dann wollen die ausgeschlossen von dir in Antwort gemerden, dass sie sollen und sehr miserablich feiern. Du wegen, sei wie die Gemeinschaft dort ja Sicherheit. Wenn du in den Kronz bleibst, der ist sicher. Das wird der Herr für seine Gemeinde auch kaufen. Wenn wir denken an die Gemeinde, immer noch kurz, über den Wirt reden von der Gemeinde. Und soll die Gemeinde so einen wichtigen Platz haben, und soll dort so wichtig sein, dort wie die Gemeinde so einen haben, so ist für Horden von David, das er im Psalm, du so sagst, wo wichtig an die Gemeinde wird. Und wenn wir dann noch einmal im Psalm 3 hastig lesen, ein schöner Psalm sei er bekannt, aber du sagst auch, wo wichtig David, du so die Gemeinde wird, was er durch nicht können sein, dann erkennen er. Na, habe ich doch immer. Wenn ich das nicht will, aber hier erkenne ich noch immer, war er sehr klar, was von Gruppen wird die Gemeinde hören. Sag du so, ein Psalm Davids, der war in der Wüste Juda. Gott, du bist mein Gott. Früh wache ich zu dir. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Lande, da kein Wasser ist. Das selbst sehe ich nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne schauen deine Macht und Ehre. Sag ich, du so dort, wo ich sei, hier und down, du so im Heiligtum zu sein. Und dann sag ich, du verschwieb, ich wollte dich gerne loben mein Leben lang. Also du im Tempel zu sein und am zu loben, am zu dein. Der Platz, der welcher Platz, der besondere Platz. Und so besonders soll uns der Platz sein. Macht Gott uns das wichtig mehr an durch sein Wort, wo wichtig der Platz ist. Du hast keinen Platz auf dieser Welt, für mich und für meine Familie, was mir soll wichtiger sein als die Gemeinde. Du hast keinen Kaffeetisch, du hast keinen Club, was immer uns interessiert. Du hast keinen Sport, du hast keine Freunde besiegt. Er hat keine Mitarbeiter bei der Arbeit, kein Fass. Nicht eine Familie, nicht der Arbeitsplatz, wo er sein soll, mir wichtiger sein als die Gemeinde. Wenn eine Gemeinde was ist, dann sei ich du so.
dann soll mir das so wichtig sein, du will ich sein, wo die Gemeinde ist. Wo wegen du auf Gott versprochen, uns zu erholen. Das ist das einzige Stil, wo heute Verheitung gegeben hat. Und am ist das so wichtig. Und heute hat in der Glücknisse, dass Jesus so fertig sein, wofür wird der erst? Und heute hat er auf eine Gelegenheit mit einer Perle verglichen. Muss ich noch weiter holen. Edelsteine, also Steine, die sich die Bäume rücknehmen, die in Jesaja Höhe und Druck sich durchgeformt haben, weil die tun sie brechen, dann beschlitten, dann sah konnte ich schlitten, und ja, für Jesaja schmecken diese Steine, Edelsteine, die blinken, verschiedene Klären haben sie durch. Aber eine Perle, wo man heute die Gemeinde verglichen hat, die wird nicht gebrochen. Und die gebrochen ist, dann ist der Verbrock. Der wird so, als die sich geformt haben, so wird er gehauen, aus ein Ganzes, aus eins, das geht nicht zu brechen. Und das ist, was die Gemeinde ist. Das ist eine Einheit, das ist ein Ding. Wenn das gebrochen wird, dann ist das beschädigt. Wenn du so Asido Eva kämpfst, dann ist das. Dann verlässt er den Wirt. Oder wenn das so heute wird, dann verlässt er den Wirt. Hier mal eine abgepasst, dann wird er kaputt. Das sind so schwarze Finger. So, wenn man in der Gemeinde ist, das wird so knapp, du sind so wenig Gemeindes in dieser Welt. Wenn wir checken, denn die Bevölkerung, wo du ist, wie viel Prozent Christen sind, dort ist so ein kleines Port. Dort ist so was kostbares. Der wird im Meer siegen, denn diese Muscheln und diese Schalen von Schneien, wo diese Perlen werden gewaschen sind, das sind schwarze Finger. Vielleicht unter 1000 finden sie vielleicht eine, wo eine vorige Perle werden ist. Das ist so ganz unermehrt, die machen das so ganz bald am Gründen ab. Und dort wird es anfangen. Dort. Und das ist der Anfang erst von dieser Perle, wenn du so in dieser Muschel, in dieser Schnee, in Kuntje Sand, in Gruwet Kuntje Sand nennen, dann will diese Muschel, der will dir so ein Rüttel kriegen in der Sand. Wenn das schiebt du so, das ist amaglich, das trägt, das ist ein Weideau. Und der will dir los sein. Und aber, der muss immer leben. Und was du dann da Eva, dort konnte du was, was Eva, dort du nicht so schockkundig sein, und dann warst du dort. Dann geht das immer wieder, ein Jahr noch ein Jahr. Da kommen bald 50 Jahre dir, weil diese Perle sich erst geformt hat, dort die von ungefähr 0,5 cm groß ist, noch mal ein Zentimeter. So groß, ein 0,5 cm würde ich sagen, so groß sind die. Und dann gibt es diese Perle. Und dort ist, wo sie hier rund sind. Bei 10.000 oder Maya Dula geben sie für ein so ein kleines Kühlchen, wo die diese Muscheln kommen. So dass Jesus die Gemeinde verglichen. So wird kostbar, wo man sieht, dat, wo man schätzen darf, wo man erholen darf. So sind Dinge, die gleich wie sie nicht so. Vielleicht habe ich in ihrem Computer, vielleicht habe ich einen Schmuckert fertig, oder einen feinen Traktor gekauft, oder irgendwas geruht, was uns sehr viel wird, als er sehr viel gekostet hat, du passt nur ab. Und die Gemeinde soll uns so wichtig sein. Einmal war aber nicht das, wenn wir denken, dann struf mir dort, wo ich habe. Und dann, dort wie wollen wir den Auftrag haben, was Gott für die Gemeinde hat. Die Gemeinde hat noch bis sie dort noch abgeholt. Wir haben geredet von dem Wirt von der Gemeinde und zu Wort, wie du in der Gemeinde sein. Und dort dreht sich dann noch Eva, was Gott geplant hat für die Gemeinde. Ich wollte das noch erwähnen. Gott hat geplant, als ganz Erste, wir sind zu Lob seiner Herrlichkeit, sagt Epheser 1,14. Zu Lob seiner Herrlichkeit. Also, wo wir sind, erst zum Gott verherrlichen. So, wenn dort Leben dann sich am Ernst geht, am Ernst dreht, dort wie nicht die nächsten Dinge, wo wird der Herr jemals verherrlicht worden? Wo wird er den Lob von seiner Gemeinde jemals kriegen, wenn dort sich am Ernst drehen wird? Dann, wenn wir selbstsüchtig sind und egoistisch und bis immer an uns denken und wo mir das geht und von meinen Troubles verteilen und so weiter, wann wird der Herr seinen Lob kriegen? Und das Nächste, wo zu der Gemeinde ist, nur Buben essen, dem Herrn loben. Und nur Sieden, nur Rüd essen, evangelisieren. So wie haben du so die Wahrheit, beständig in der Apostellehre. So wenn wir nicht in diese Wahrheit haben, wo können wir dann evangelisieren? Wenn wir nicht die Wahrheit wollen evangelisieren. So brückt das dort wie auf der Wahrheit stehen, uns an der Wahrheit holen, uns an das Wort holen, wenn dort die Wahrheit, anders wollen wir nicht kennen. Diesen Auftrag tun. Und drittens, nur Ben. Ich stehe wieder ab, Gott verherrlichen, nur rüht evangelisieren und nur nennen es uns erbühen. Und dort ist, wann wir uns untereinander tun. Und da haben wir all die Wichtigkeit gesehen, dass wir dort tun. Und was passiert, wenn wir bis ein oder andere Ding tun, dann gibt es dort ein Scheibe
getragen. Dann gibt es ein Scheibe, und wir kommen nicht voran. Diese drei Dinge machen die alle Sinn in der Gemeinde. Und wenn eigentlich nicht ist, dann immer wird das andere auch schwach geworden. Wir können nicht einen Fall haben, der andere schwach. Wir machen das Ganze. Wir machen dem Herrn sein ihr geben. Wir sollen aus dem Lob sein, aus dem Spiel, was der Gott jährt. Wir sollen evangelisieren. Und wir sollen uns einander erbühen, indem wir einmal top kommen dann. Und wenn ein von dort ist fehlt, dann wird bald alles fehlen. Und dann kommen wir bei dir so, wo wir immer mal sein, der Gemeinde ist gestorben. Ja, die Menschen sind da vielleicht noch, die kommen da vielleicht noch taub, aber das ist gestorben. Ich will das mit einer Geschichte schließen. Es sind das uns dort, wo Gedanken merken, dat. Zu checken, was sind wir von der Gemeinde? Wer sind wir von der in Scheinfeld? Und um zu sehen, was wir in Scheinfeld sind, dann müssen wir ganz persönlich checken, wer ich sind. Und was ich sind, dort wird die Gemeinde sein. Wenn ich durch in Aachen sein, weil dann wird wir so stark erst die Gemeinde dann. Können ich mal hier in die kleine Stadt ein, wo bis 3000 Menschen werden. Ja, dann hast du sie nicht in der Kraft. Dann ist uns das genommen. Wenn uns Leben nicht im Klaren steht mit Gott, dann können wir nicht enthalten, dass du eine starke Gemeinde sein. Wenn uns Leben sich um uns dreht, dann können wir nicht enthalten, dass wir wollen können, die Arbeit tun, die wir sein. Dort ist es ein großer Traktor, wo du steht, aber der hat nicht Diesel, der hat nicht die Batterie, der hat nicht die Brücken. Der hat das kein gutes Ding, was bis ein bisschen Schotten mehr. Ein Mitglied von dieser Church, Yonderton, in England, von der Gemeinde, der teilt, dass das mir hat verteilt, dass das, sag ich ja, Gegenältigkeit und keine Interessen. Dort von ungefähr so ist der Church, die wir, wo Herbert Wright sein Amt angenommen hat und fängt zu schaffen, das Prediger, Herbert Wright. Am nächsten Sonntag, sag ich, Prediger, hat heute eine ganz lange Church gepredigt, wie nicht Menschen gewesen. Am zweiten Sonntag wird nach Krieg so. Wann das junge Prediger dann in der Werk dann die Glieder absiegen deuten, was sie diese Kirche hören deuten, und sagt er bloß, das ist all die Glückältigkeit, was du so wirst, mit diesen Glieder. Nur später, im Sinne aus dem Wolkeltag. Die Gemeinde ist tot, so sieht man an. Tot, und das ist nicht eine Hoffnung für wahre belebte Wohren. Ganz glückältig schien es zu sein. Aber wir wollten im Haus, ich kämpfte in der Titel, kann auch kalle Horten bewegen. Und so wird es dann. Und ein Donnerstag, nur den zweiten Sonntag, dann hast du so in der Zeitung, in der Post von der Nuberdorp, du so erst, wo es neu kommt. In der Aufteilung, du so, wo der Tod ist immer abgeschrieben worden, eingetient. Du wird hier geschrieben, und da wird von Jesus Verses dort. Mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns und mit Zustimmung seiner Gemeinde meldet Herbert Wright, Pfarrer zu Yonderton, den Tod der Gemeinde St. Francis zu Yonderton. Trauer- und Gedächtnisfeier finden am Sonntagmorgen um 11 Uhr statt. Die Bewohner von Yonderton sind hiermit herzlich eingeladen, an diesem letzten Akt der Dorfkirche teilzunehmen. Sag ich, der Zeug ist gestorben, und mit der Anwältigung von den Gliedern, wenn sie heute an der Kirche gesagt wird, wo wir noch der letzte wollen wir noch Begrafenes holen von dieser Church. So, wir können uns vorstellen, wo diese Nureich rumging, wo die wieder ging, wo die Leute glauben, dass die Prediger, das ist ein Schwätzer, wo der alles bis fair hat, und andere glauben, die wir nicht ganz klar mit ihnen sagen, wo wir immer so reden deuten, diese Nureich Jesu und diese Pass, der hat was zu tun. Dass der Klag wie noch mutieren, da wird es so Fall in Yonderton. Der Klag, der wird noch mal hoch fallen, dann wird dieser schwindliche Klag, der lange nicht gebrückt wird, dann wird der Ring uns immer fallen. Dann hoffe ich dann für den Anfang. Insofern, wenn der Klag dann denkt, der sagt, dass dieser ab das Gestalt, dieser wird ein Zeug abgestalt. Und dann wird ein gewandeltes Zeug mit einem goldenen Kreuz abgemerkt. Und das wird so ein Sonja-Dach, aber mit den dunklen Kleidern in den schwindlichen Fenstern, dort wird es ziemlich dunkel werden. Da wird Spanien gewebt, und auch wo Tiegeln buben noch nicht so reich vorig, dadurch kommt die Sonne, da können ein bisschen so durchschienen, und das Dach, das so kriegt, hat das so knapp. Und
dat van Anja Fels dat ze zag. Pinklich krijg ik af, dus stich de predia in je konsel. Een ogenblik had een kartetje beet. En dan van gaan te reden. En zei, mijn vriend, voor wie de triafas ontvang, heb ik een bed. Ik heb niet de absicht, ergens mensen van bezit de truck eruit te holen. Ik wil het niet weeren. Maar bij deze gelegenheid krijg ik voor deze truck, wil ik beden, als die wat niet getuust hier in deze truck, als die worden ruim geven voor de anderen. Als die worden eruit gaan, wenn dat we krijgen voor deze truck. Schat je weer gaan staan, dan van mensen om eruit te gaan. Vrede ging ook eruit, ging de wat lied hing aan. Krijg de lied te deze truck trainen, zo nog trainen komen. Dat valt ik alle gans val. En van gaan onze mijn vriend. Ik ben de mening dat wat ik van dat te zijn had, dat is wat private, dat is wat persoonlijkheid voor onze gemeente krijgt. En ik ben best dit, dat we niet willen bezien, ik wil van deze dingen reden. Ik wil niet gaan dat zo'n schwarzerie geven, dat uit de plura, buiten uit. En dat die dat hij klaar gemerkt, en dat die klaar gezegd hebben, dat onze truck daar is dood. Zo, en die zijn ook die hand geen hoop dat die het fresh op te leven. Zo, dan wil ik die nog op de laatste proef stellen. En ik bid je dat die alle hier worden bij hem zorg voorbij gaan. En dan zou je de truck dan daar te, in het oosten, zo, te rederen eruit gaan. En zal op eenmaal een of ander zijn dat hij ontvangt anders te denken. Over deze gemeinde hier zo. Dan kon hij dat doen en dan kon hij door te noorden in één. Dat is wat er bij hem noorden is. Te doen kon hij dan twee nemen komen. En dan wo wir in der Stadt in Begrafnis, wo wir dann in Dank, in Dankgottesdienst, wo wir dann haben. Grundstall wird es in der Fung an. Der Prediger, der mögt das Zeug ab. Und das erste, um wem das erste wird verbieten können, wird ein Doktor, Dr. Pendleton, mit seinem Begleiter, der am Taub wird, Ted Burgess, Jim Taub. Und alle, die ticken so mit en dat zorg eenmaal neem, en dan ging ze eruit. Dat laatste weer ik, vertelde het man, en ik had je nog tijd gehad nu al, om even nu denken, wat is dus in dat zorg ben? Waarop eenmaal een beeld zijn van ons in de kritische heiland? Dat moet je niet zijn, wegen de zorg die je op de dood van Jezus Christus gegründet, en op zijn opstoen, en dan vroeg je zich, leeft die zorg voor de heid nog? Kon de truck sterven, en wat is het toen met? Zo'n gedanken ging, en aan de dag en ook vele andere, en zijn hobbers ging aan de dag, zijn gruzzel ging aan de dag, als hij eerst nu dat je hem wat hem zorgt. En als je schmest wat hem zorgt, weer dan allemaal knort het toen zo, je hebt een beetje luid, en dan zijn ze dat toen zo de der, die zijn nu dan ziet, die gaat twee op. Jorn, wie deze der, niet meer gebruikt worden, die werd versloten gewaas. En nu moesten de rasten je angelen door ze waren draaien. Eerst wat de nantje hebben, wie de Dr. Pendleton en zijn begeleider, Ted. En dan nog meer wat de nantje hebben. De spreker, die wijst een lächeln. Dat stroel in de uren, als hij dat zag. Zo, nu weer het zo weet, nu weer hij wat hem zorg. En nu wil hij dan deze dode truck dan zijn. Hij mukt eenmaal de uren toe, biegt zich even het zorg, mukt de uren op. En dan checkt hij dus een naam. En dat we niet de ganze zorg, wat dus leefloos en zorg leiden deed, dat we best een van de doodje glieren, wat hij er zijn kan. En hij zag zichzelf in het spiegel, wat de prediger dus in het zorg had neergelegd. Iedereen kan zichzelf bezorgen. De vrouw is, wat is de gemeinde van mij? Er is eigenlijk een part van de gemeinde. Wofür wird es mit der Gemeinde? Was tue ich zu der Gemeinde? Von daher haben wir das Kirchengebiet hier und dort ist voll. Wir haben nicht den Unterschied zwischen der universalen und der lokalen Gemeinde gehört, aber wir wollten in jeder wahre gebundene Kind Gottes, die gehörte Gemeinde. Und dort ist bei der Gemeinde, wo der Herr uns die Verheißung gegeben hat. Dort ist in der Gemeinde, wo wir uns untereinander dienen sollen. Und dort ist dort, wo wir uns erholen sollen, dort wir kein bestehen bleiben. Wat de haar in de gemeinde in huis holen dat. So de vrouw is, wat heb ik in de gemeinde neer doen? Wofür heeft mij de gemeinde al gekost? Wat van ongeveer wat ik wil uitkrijgen? Waar wil ons de vrouw staan? Ik vrouw nu, doel kan je het beeld wat passend is. Schatte God, voor de hemel, wie komt te dien, wie zijn die dank voor die woord?
Wir sind dir dankbar, die Gemeinde, Herr, der, was du angefangen hast hier auf Erden, wofür du dein Leben gegeben hast. Und Herr, wir kommen zu der Gemeinde hier. Wir kommen hier so nie all, ein Port von der Himmelreich haben. Also Himmelreich ist in uns ähnlich. Herr, schenk uns genug, dass wir wollen erkennen, wo wichtig das ist. Und Herr, wenn wir nicht haben, sei noch geschatzt. Wenn wir sind die Ringschatzen gewesen. Herr, schenk genug, dass wir wollen kein Buße tun. Herr, du wirst mehr als reit, uns zu vergeben. Und du wirst uns das so wichtig merken, was der ist. Herr, wo du alles hast vergeben. Herr, schenk, dass wir auch wurden, reit uns zu geben, für deine Gemeinde, dass uns so verwirrt sein. Und Herr, wer noch nicht in dieser Gemeinde ist, wenn nicht zu deiner Gemeinde hier, zu der Herausgerufene, Herr, dann frage ich, ob du wirst wollen von dir, wie der Raupen, dass du wirst, dass der wird kennen, zu dieser Gemeinde hier. Wenn du hast dir die Verheißung gegeben, dass du wirst die erhalten. Herr, du wirst sicher sein, dass wir wollen kein Bestand bleiben in deiner Gemeinde, wo die Glieder sich untereinander dahin tun. Herr, wirst du dir das geben und wirst du hier schön für die Gemeinde wieder richtig bisein und sehnen. Der Dank bin ich wieder euch. Jesus Christus, was sein ganzes Leben für uns schreibt. Amen. Da wird zum Schluss Nummer 378 sein. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll sein eigen sein. Alles will ich weihen, alles will ich weihen. Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, sich zu ihm neigt. All mein sünd'ger Stolz, er will sich dem Herrn gehorsam beugt. Alles will ich weihen, alles will ich weihen. Alles will ich Jesus weihen, halte alle Welt besprochen. Doch was ich dem Heiland schenke, gibt er mir verklärt und neun. Alles will ich weihen, alles will ich weihen. Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes feste Kraft. All mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tag wegschafft, alles will ich weihen, alles will ich weihen. Dir,
Wir haben es eben gesungen, dort, wofür wir dem Heiland weihen wollen. Was singst du da? Was singen wir da? Wir singen da, alles will ich Jesus weihen. Wo wegen? Wir haben so viel für uns Hand gegeben. Wir gleichen ab, der steht zusammen, wo das ganz passt, das ist so. Was ganz wertvoll ist das. In der Wirklichkeit ist es die Gemeinde. Wo wegen? Mit dort ist der, wo der Herr Jesus in Leben vergeben hat. Das kostet nicht, was tschässlich wird, ab dieser Welt fing, wo du kostet mit Gemeinschaft, mit Hauptsporn aus der Gemeinde des Herrn. Du kannst an verschiedenen großen Fabriken teilnehmen, wo es stehen, eine große Firma, wo, aber nicht hast so einen Wert aus der Gemeinde des Herrn. Und wir hier ist in dieser Gemeinde, die wird sich sehr angegriffen von den Widersacher. Ich meine, von der Seite anhorchen, mir war ein bisschen war klar, wo wegen wird es sein an die Gräben? Weißt du, wo wegen? Gerade durch die Gemeinde des Herrn, was die wahre Gemeinde ist, dort versucht haben, immer war er zu Schanden gebracht. Immer war er in der wahre Gemeinde des Herrn, da wird versucht haben, zu Schanden gebracht. Und da kann ich nicht verdrehen. Er will nicht zu Schanden gebracht worden, und dann taubt es sein. Und dann sei wieder, wo er sich gehalten. Die Gemeinde ist ganz gewaltig angerieben. Wir hören viel davon. Und es ist einfach traurig, um zu denken, wofür Tötrat er in der Kirche finden kann. Und wo passiert das? Durch wen wird sie nur lauten, mit der Heiligkeit erzählen, was in der Gemeinde ist. Und indem, dass wir gleichgültig waren über Versäumungen. In der Gemeinde des Herrn, da gibt es immer Versäumungen. Wisst ihr, das ist durch Versäumung, dass wir kennen, diese Gemeinde, wir sind versäumt mit Gott. Und wenn eigentlich versäumt sind mit Gott, dann sagen wir unserem Ohren da, auch von der, was uns versäumt hat. Worte kennen ja Gottes, wo sich immer versäumt. Worte kennen ja Gottes, ich stehe nicht von Tiet zu Tiet und von Jahr zu Jahr im Streit. Und über dem, wo ich vor ich gehe, nein. Weißt ihr, die Gemeinde ist so dir Kopf mit dir Blut. Und da bin ich die Versäumung. Mir ist der Passaja groß geworden. Dort können, wenn du wo Schwierigkeiten hast, können wahre Versäumungen geben. Wo wegen? Wie ist das jetzt, um die Gemeinde des Herrn zu bühren? Und eigentlich haben ein Teil, weil wir in der Gemeinde des Herrn sind, haben wir ein Teil, diese Gemeinde zu bühren. Dann sind wir auf dem Basterplatz. Wir würden gleich auf dem Basterplatz zu sein, nicht so? Was von Verrechte, eigentlich haben wir auf dem Basterplatz sein. Weil wir in der Worte Gemeinde des Herrn mit schaffen, dann schaffen wir den ganzen Basterplatz mit. So macht der Herr das gut sehen. Und als Mautmehl, macht uns das Maut gemerkt haben, wieder in der Gemeinde des Herrn, tapfer mit zu leben. Gut, wird gewünscht, morgen die Viertel versaßt, die Jugend anzuladen. Jugend morgen, und die Eltern waren loten, die Freiheit geben, die Arbeit, die Hand zu leihen, dann hat die Gelegenheit, die Fußzeit zu nutzen. Die Arbeit, die Hand leihen, dann hier überzeugt, Viertel versaß. Nicht die Entfer, Viertel fair, wie es die Jugendlehrer will mit Jünd hier Gemeinschaft haben. Gut, und dann ist die Versammlung bei der Angelo, heute Morgen halb sieben, die Gebetsstunde, Klock sieben, öffentlicher Gottesdienst. Und wir wollen noch besonders beten, am Morgen. Welche Thema? Die Endzeit und wie zur Zeit Noahs. So, das ist das Thema zu morgen. Und wir haben nach Rühm, ich kann nach Meier einladen. Und wir haben dort ein Teil zu nehmen, gebetsvoll, nach morgen Abend, wenn Gottes Willen uns hier zu treffen. So, das ist der Meier, wir wollen beten, das ist der Meier, wo wir uns diese Werke rutschieren. Gut. Und wo ich nach der Versammlung früher noch halb den eigen. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, dass wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die der in uns wirkt, dem sie Ehren der Gemeinde, die in Christus Jesus ist, zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.